So, meine Untertanen und Innen, da sind wir wieder bei Civilization 5. Das letzte Mal haben wir wieder mal einen Krieg gegen Polen angefangen. Nur mit dem Unterschied jetzt, dass wir uns Äthiopien an unsere Seite geholt haben. Es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Okay, die Einheiten habe ich schon geschickt. So, was ich jetzt noch mache, ist mir gerade eingefallen, weil ich habe bis jetzt nur hier einen Flughafen gebaut, weil ich mir dachte, gut, Wien ist das die einzige Stadt, die Kultur überhaupt produziert. Aber das stimmt ja nicht. Wenn wir auf Kultur gehen, sehen wir, dass hier zwar das meiste natürlich produziert wird, aber zum Beispiel auch in Salzburg haben wir mehrere große Werke und produzieren 27 Tourismus. Deswegen würde ich sagen, wir kaufen zumindest mal in Salzburg und in Graz noch einen Flughafen, damit wir ein bisschen mehr wie heißt es jetzt? Produktion, nicht Produktion, Tourismus produzieren, so. So, 271, 278. Ist jetzt nicht die Welt, aber es kann schon Grund genug sein. Okay, jetzt habe ich nicht mehr genug Geld. Aber wir können ja die Forschung aussetzen und den Flughafen bauen. Das gleiche auch hier in Salzburg. Da wir jetzt im Krieg sind, ist es sowieso unsinnig, Forschung zu machen. In Graz würde ich sogar so weit gehen. Moment. Vielleicht zuerst mal eine Militärakademie, damit die produzierten Einheiten an Erfahrung bekommen. So. Und was wir noch machen, dieses Flugabwehrgeschütz schicken wir nach Linz. Okay. Nicht Rechtsklick. Oh, verdammt. Hätte ich gleich so machen können. So. Denn wenn jetzt ein Flieger daherkommt und versucht, Linz abzuknöpfen, dann, bam bam, macht das Flugabwehrgeschütz es zunichte. Weil ich, ja, in Shanghai sind drei Flugzeuge stationiert. Drei Decker. Aber hoffentlich wird da Äthiopien einen Strich durch die Rechnung machen. Na gut, dann würde ich sagen, wir haben hier mal alles. Ja, dass sie von der Stadt angegriffen werden, war klar. Okay, polnische Einheiten sind auch bei Sidon. Und auch bei Genua. So. Und jetzt Plünderung. So, jetzt ist die Zitadelle hier weg. Das heißt, wir bekommen keinen Schaden mehr. So, jetzt erstmal. Ah, verdammt! Das war die falsche Einheit. Egal. Geh du in den Bereitschaftsmodus. So. Hier mal. Oder besser noch die hier. Angriff.
dann hier hinterher, auch wenn ich dann wahrscheinlich angegriffen werde von der Stadt, aber ein Flügelhusan ist eine Einheit natürlich weniger. Und wir haben ihn ein. Also das war ja sowieso mein Bautrupp, den er mir gestohlen hat. So. Und auch hier. Ein Flügelhusar ist ein Flügelhusar weniger. So. Und gleich wieder bis zur Heilung verschanzen. So. Dann gehen wir schon mal langsam hier weiter. Genauso wie mit unseren Artilleriegeschützen. Das ist jetzt blöd. Dann verschanzen wir uns. Okay, die ziehen weiter, also brauche ich sie auch nicht angreifen. Nicht verschanzen, plündern. Henry Ford. Nee, dich brauchen wir noch nicht. Ein großer General. Ja gut, ich habe aber schon einen. Ich werde einen großen General hier hinschicken. Und no. Achso, das ist dasselbe. Na gut, dann ruh dich mal aus. Vielleicht brauche ich dich später. Nächste Runde. Bereitschaft. Nächste Runde. Da kommt schon wieder ein Flügelhusar. Es wird Shanghai bombardiert. Flugzeuge könnte ich auch bauen. Ja, genug schlägt sich wacker. So. Jetzt mal eine Einheit befördern. Okay, hier wäre natürlich besser, wenn ich eins dieser drei mache. Aber wenn es so weitergeht, bin ich in der nächsten Runde tot. Deswegen muss ich eine Sofortheilung machen. So, vorher aber ein Fernangriff auf dieses Schiff. So, wir haben eine neue Einheit bekommen, oder? Wie ich sehe. Gut, der kann gleich mal nach vorne da drücken. War da nicht hier noch ein Flügelhusar? Ah, nein, nein, doch. Hier war einer und hat sich dann in die Stadt verzogen. Nun gut. So, jetzt ist diese Weltkriegsinfanterie zum Modernisieren. Jetzt müsste sie praktisch noch zurück. Ach komm, das machen wir. Soll der Flügelhusar. Ich weiß nicht, wenn ich hier hingehe, kann mich Peking dann erwischen? Probieren wir es aus. Dann hierher. Und hierher. Ich hoffe, ich mache jetzt keinen Schmafu. Hierher. Ja, gleich. So, den Soldaten, also Weltkriegsinfanterie, mal hier hin. Bereitschaft. Kannst du soweit? Ja. Gut.
Bereitschaft. Wie sieht's aus? Bam. Auch du hier noch. Okay, du kannst nicht so weit nach vorne. Also zumindest ein wenig. Der große General geht zumindest mal hierhin. So. Fernangriff. Du heilst dich noch? Kannst du so weit? Nein. Okay, dann geh zumindest hier hin. Bereitschaft. Gut. Nächste. Oh, habe ich das Schiff zerstört? Ich dachte, es hat gerade noch so viel zum Leben, damit es abhaut. Naja, dann halt nicht. Nächste Runde. Schauen wir mal, ob Peking die Berberkaravelle, Kavallerie angreift. Was hat... Oh, das Schlachtschiff hat mich hier angegriffen. Ich dachte, es zieht weiter, dabei hat es so einen großen Radius. Aber anscheinend hat Peking, kann Peking nicht so weit schießen. Das ist schon mal gut. Und Guangzhou, das war ja vorher eine polnische Stadt. Oder? Jetzt ist es eine äthiopische. Das ist fein. So. Hierhin Einheit modernisieren. So, jetzt haben wir eine Infanterie. Und, oje, das kann zäh werden. Ja, geh halt nach Quebec noch. Ich muss mal schauen, welche Stadtstaaten mir feindlich sind. Almaty, Vancouver. Ja, eh nur die beiden. Die sind eh nur hier in der Ostseite. So, ich werde... Oh, easy. Das wäre schon ein großes Opfer. Dann werde ich sie mal aushungern. So, nächste Runde. Verdammt!
so will ich es sehen. Äthiopien schwächt Polen von der anderen Seite aus. Muss Polen auch in diese Seite Truppen hin beordern. Und Truppen bekommen wir auch von den Staatsstaaten. Was ist das für eine? Ein Marine oder wie? Fallschirmjäger. Oh. Dazu müsste ich aber erstmal hier hin, nicht? Ah, okay, warte. Offene, so. Salzburg. So, jetzt kommen die Dings dran, die Einheiten. Dazu würde ich mal sagen, wir bauen Flugzeuge. Habe ich Flugzeuge schon erforscht? Oder warum sehe ich sie nicht? Zurück. Forschung. Na doch, ich müsste Jäger und Bomber erforscht haben. Warum sehe ich sie nicht? Ah da, hier Jäger. Und wo ist der Bomber? Da. Aber... Na doch, passt schon. Bomber. So, ja, du bleibst trotzdem in Bereitschaft. So, die Einheit. Okay, ich sehe sie nicht mehr. Egal. Heilung. So. Was macht den Flügelhusar hier? Und hat meine Zitadelle vernichtet. Ich muss auf Vollangriff gehen. Normalerweise sollte ich ja hier Dingens heilen, aber es ist nicht möglich. Achso, erstmal auf Fernangriff. Bringt so nichts. Okay, und auch in Linz bauen wir einen. Oh, der dauert 11 Runden. Dann kaufen wir zumindest ein. Und. Produzieren. Weiß nicht. Noch eine Artillerie. Weil die werden mir ausgehen. Am liebsten würde ich ja jetzt mit den Berber-Kavallerie angreifen. Aber die erhalten dann so viel Schaden. Aber nächste Runde werde ich das dann trotzdem machen. Eine Einheit befördern? Ah, natürlich. Ja, und jetzt ist diese weg. Und ein Flugzeug ist auch hier. Picking.